Bei diesem Schweißgerät werden viele von euch feuchte Augen bekommen. Das ist ein Mic-Mac-Schweißgerät. Das hat 200 Ampere, es hat Puls, es hat einen richtig schönen 4-Rollen-Drahtvorschub. Es ist ein synergisches Mic-Mac-Gerät. Das heißt, man wählt einfach nur aus, was man machen will und das Gerät ist perfekt eingestellt und schweißt. Und das Beste an diesem Gerät ist, es ist noch extrem bezahlbar. Und ich könnte noch weiter aufzählen, was das Gerät alles so an Funktionen hat. Man kann es zum Beispiel bis auf 20 Ampere runterregulieren, ist also auch perfekt zum Dünnblechschweißen. Was mich natürlich jetzt interessiert, wie gut schweißt dieses Gerät wirklich? Das ist eine MIG 200 Puls Pro von Stahlwerk, relativ neues Gerät. Da haben sich viele einen Test zu gewünscht und das machen wir heute. Wir gucken mal richtig, wo der Frosch die Locken hat. Und das erste Mal richtig feuchte Augen bekommt man, wenn man die Seitenklappe öffnet und diesen wunderschönen 4-Rollen-Drahtvorschub sieht. Das ist eine richtig schöne Drahtvorschubeinheit. Damit wird man nie wieder Probleme mit dem Drahtvorschub haben, auch wenn man irgendwo ein 5 oder 6 Meter langes Schlauchpaket benutzt. Hier werden die beiden unteren Rollen angetrieben, die beiden oberen Rollen laufen nur mit. Und was hier eine Besonderheit ist, jede Seite wird separat gespannt. Bei vielen wird nur in der Mitte gespannt, da kann man den Druck nicht individuell einstellen. Hier kann man es wirklich so einstellen, wie man es braucht. Und was mich bei so Drahtvorschubeinheiten immer ärgert, sind die Rollen. Die muss man dann erst irgendwo suchen, dazu kaufen. Meistens kostet eine Rolle 15 Euro separat. Hier sind alle, die man irgendwie irgendwann gebrauchen könnte, im Lieferumfang enthalten. Jetzt machen wir ganz einfach Folgendes. Wir nehmen einen 0,8er Draht, rüsten das Gerät, stellen das Gerät auf Synergic, wählen Stahl aus, wählen den Zweitakt aus. Ich hätte auch noch Viertakt, ich hätte auch noch Spot. Wählen das richtige Gas aus. Ich könnte Mischgas wählen, CO2 wählen oder halt Flux, also ohne Schutzgas. Das machen wir heute nicht. Wir wählen einfach Mischgas aus, wählen den 0,8er Draht und das Gerät schweißt. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und das Gerät ist eingestellt und wir können schweißen. So, erste Schweißnaht, völlig neues Schweißgerät und es funktioniert. Sieht richtig gut aus. 6 mm Stahlplatte, 2 mm Vierkantrohr. Ich habe 140 Ampere ausgewählt, ist fast zu viel. 125, 130 Ampere hätten auch ausgereicht. Ich habe hier nichts irgendwo verstellt oder so. Einfach Synergic, Material ausgewählt, Zweitakt, 0,8er Draht, Mischgas und dann hier einen langgezogen. Es macht richtig Spaß. Ich werde die zweite Seite noch schweißen, aber man sieht im Prinzip, es funktioniert und es funktioniert richtig, richtig gut. 2 mm Stahl ist sehr ähnlich. Ich habe hier einmal eine Strichlage auf dem Rohr gezogen mit 70 Ampere. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Leistung, wenn ich jetzt eine Kehlnaht schweiße. Darum drehe ich mal auf 80 hoch. Nichts verändere ich sonst und dann gehe ich hier einmal rüber, schweiße hier einmal eine wunderschöne Kehlnaht. Sieht sehr ordentlich aus. Also man kann sagen, Stahl mit 0,8 mm Draht schweißt das Gerät sehr gut. Jetzt rüste ich das Gerät einfach um und schalte hier auf 0,6 mm Draht und dann können wir mal richtig dünnes Blech schweißen. Ich bemühe mich, euch das immer so realistisch wie möglich zu zeigen. Sowas zeige ich euch natürlich ungern. Da habe ich vergessen, das Gas aufzudrehen. Das funktioniert natürlich nicht. Was aber funktioniert, das sieht man an diesem Blech hier sehr schön. Ich habe hier die erste Naht mit 35 Ampere geschweißt. Das funktioniert schon sehr gut. Ich wollte natürlich gucken, wie es weiter runtergeht. Dann bin ich auf 30 Ampere runtergegangen. Dann bin ich auf 25 Ampere runtergegangen und zum Schluss auf 20 Ampere. 20 Ampere, selbst damit schweißt das Gerät noch. Also das heißt, immer einfach hier zum Gerät gegangen, bisschen weiter runtergedreht. Auf 25, auf 20. 20 ist das Minimalste bei 0,6 mm Draht. Und selbst damit kriegt man hier noch eine Schweißnaht hin. Man sieht, alle Schweißnähte sind völlig spritzerfrei. Da ist nichts. Also das ist wirklich richtig schön. Und dann habe ich das Blech, das ist übrigens 0,6 mm Blech, also ein Hauch von nichts geschweißt. Einfach hier auf dem Tisch stehend. Natürlich zieht er ein bisschen Wärme raus. Aber ich bin auch nicht so durchgefallen, dass ich das hier irgendwo angebraten habe. Also im Dünnblech Bereich ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Schweißt sehr gut. Es gibt viele Geräte, die gehen bis 20 Ampere runter. Da ist aber eigentlich so bei 30, 35 Ampere Schluss. Danach regulieren die das nicht mehr richtig. Das macht dieses Gerät wirklich sehr, sehr ordentlich. Bin ich schwer begeistert. Man sieht das.
eine Naht habe ich versaut, eine habe ich dann hier mal geschweißt und danach ist es dann scharf gegangen. Von wegen eine Naht nach der anderen, eine schöner als die andere bis 20 Ampere runter. Und das hier, ja, ist schon wieder kühl, eine richtig schöne Kehlnaht. Und nicht irgendwo nur gepunktet, nicht nur geheftet. Die habe ich jetzt mit 25 Ampere geschweißt, richtig schön durchgeschweißt. Kaum durchgefallen hier unten, also minimal, dass man da irgendwas sieht, dass die Naht sich durchdrückt. Das ist wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Und das ist natürlich ein Träumchen für jeden, der mit so einem Gerät am Kfz schweißen möchte. Und wenn wir gerade beim Kfz sind, dann fragen natürlich alle, was ist mit QSI3? Und das geht hier auch und das wirklich auf einem genialen Niveau. Das heißt, ich habe hier das MIG-Pulsprogramm. Ich wähle den Werkstoff ALSI aus. Die Einstellungen sind hundertprozentig gleich mit QSI3. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den Spot einzustellen. Habe 75 Ampere, also wirklich nicht zu wenig Leistung für QSI3 nehmen. Und dann kann ich hier noch die Spot-Zeit einstellen. Und jetzt habe ich immer einen kleinen Impuls, habe einen 0,8er Draht. Wichtig, hier hinten ist 1 mm angezeigt. Das macht aber nichts. Das passt wirklich perfekt mit den Einstellungen. Und jetzt kann ich mit dem Parameter Zeit und mit dem Parameter Leistung hier, also mit Ampere, einstellen, wie groß mein Punkt wird. Ich habe das hier gemacht, das ist mit 1,1 Sekunden und gleichzeitig 75 Ampere. Sieht man, ein Punkt schöner als der andere geworden. Wenn ich mir die Rückseite angucke, ist verzinktes Blech, ist mal so ganz minimal angelaufen, mehr nicht. Und ich habe hier ein kleines Musterblech gemacht, von wegen, da ist es sehr, sehr ähnlich. Ich habe hier die verschiedensten Punkte, immer mal die Leistung ein bisschen höher gestellt, die Zeit ein bisschen höher gestellt, dann kann man ganz kleine Punkte hinkriegen, kann aber auch immer größere Punkte hinkriegen. Also auch das ist hier problemlos möglich. Ich hätte auch die Möglichkeit, das Ganze im manuellen Modus einzustellen, also ohne Sinn. Ich nutze das aber, weil das mit diesen ALSI-Programmen wirklich unglaublich gut funktioniert. Das heißt, Argon angeschlossen, QSI3-Rolle drin und dann geht's los. Ist auch extrem interessant, wie einfach sich das Gerät einstellen lässt. Das heißt, ich habe hier den Zauberknopf für Synergie oder Nicht-Synergie. Ich wähle einfach aus, was ich machen will. Mic-Max-Schweißen, Mic-Max-Puls-Schweißen, Elektronenschweißen, WIG-Schweißen. Ich gehe hier ganz normal aufs MIG-Schweißen. Dann habe ich hier Stahl ausgewählt. Ich gehe auf das Pulsprogramm. Dann kann ich hier zusätzlich V2A, V4A, Aluminium, ALSI auswählen. Ich habe hier Zweitakt, Viertakt. Ich habe eine Spot-Funktion. Ich habe dann hier die Möglichkeit Gas-Vorströmzeit, Gas-Nachströmzeit. Habe hier dann die Möglichkeit, auch diese Spot-Zeit anzupassen. Und wenn ich jetzt wieder in Stahl zum Beispiel zurückgehe, habe ich hier den Reiter Gas. Das steht hier unten auch immer drauf. Kann hier jetzt immer nur das auswählen, was wirklich auch sinnvoll ist. Also CO2, No Gas, das wäre das Fülldrahtschweißen oder halt Mix für Mischgas. Wir wählen Mix aus. Ich habe dann hier die verschiedensten Drahtdurchmesser. Auch das variiert, je nachdem, welchen Werkstoff ich ausgewählt habe, je nachdem, was da gibt und was da sinnvoll ist. Ich habe hier einen Knopf für den Drahtvorschub, hier einen Knopf, um das Schutzgas schon mal strömen zu lassen. Hier ist ein Knopf, kann ich einfach drauf drücken, dann kann ich die Induktion zusätzlich noch verstellen. Und wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich auch den Drahtvorschub einstellen. Das heißt, ich habe hier Drahtvorschub, ich habe Spannung und ich habe Ampere. Kann hier alles an dem Gerät separat einstellen, kann hier einfach einmal drauf drücken. Und wenn ich hier auf Synergie drücke, dann ist es ein Gerät von wegen mit Einknopfbedienung. Das heißt, einfach Leistung einstellen und das Gerät schweißt. Ich kann den Prozess hier immer noch mit der Spannung anpassen. Das heißt, ein bisschen mehr Spannung, Lichtbogen wird breiter, Naht wird flacher, ein bisschen weniger Spannung, der Prozess wird fokussierter und ich habe eine bisschen stärker aufbauende Naht. Kann man hier ganz einfach alles einstellen. Also von den Einstellungsmöglichkeiten und von den Möglichkeiten finde ich das wirklich sehr, sehr interessant. Und man sieht, wie einfach das hier im Prinzip implantiert ist in dieses Gerät. Und so ein 4-Rollen-Drahtvorschub und ein Pulsprozess, das ist natürlich ideal, um damit Aluminium zu schweißen. Und das habe ich jetzt natürlich auch noch abschließend gemacht. Das heißt, ich habe ein Schlauchpaket angeschlossen mit einer Teflonseele, Argon als Schutzgas und dann kann es losgehen. Da braucht man im Prinzip nur das Programm auswählen, was man machen will. Das ist in meinem Fall hier der ALMG-Prozess und dann kann man loslegen. Ich habe hier erste Strichlagen gemacht, um so ein bisschen reinzukommen. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus.
und dann habe ich diverse Kehlnähte geschweißt. Das sind hier zwei 2 mm Aluminiumrohre, habe ich eine schöne Kehlnaht geschweißt. Ich würde mal sagen, sieht sehr ordentlich aus. Alles, was man dafür wissen muss, ist im Prinzip, dass man den Brenner hier ganz neutral vorpositioniert, nicht so, nicht schleppend, nicht stechend, ganz neutral davor und dann kann man ganz normal ziehen oder ich bevorzuge es immer so eine leichte Rotation reinzubringen. Also einfacher kann Aluminium schweißen wirklich nicht sein. Ich habe hier hinten noch Kehlnähte geschweißt, immer mal so ein bisschen mit der Spannung rumgespielt, bisschen weniger fokussiert den Lichtbogen, bisschen mehr, gibt so einen schönen breiten Sprühlichtbogen. Den habe ich zum Beispiel hierfür genutzt. Das ist 5 mm Aluminiumrohr, das ist eine 2 mm Grundplatte, hier eine schöne Kehlnaht geschweißt. Das sieht wirklich richtig schön aus. Aber auch das Ergebnis hier, das sieht wirklich richtig gut aus. Also Aluminium schweißen kann das Gerät auch. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist natürlich das Edelstahlschweißen, also Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl. Dafür hat das Gerät auch ein extra Programm. Das machen wir heute aber nicht mehr. Ich habe hier so eine Gase-Mischbox, die geht auf ein uraltes Video von mir zurück. Das hat ein Zuschauer nachgebaut und das werde ich die Tage mal ausprobieren. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, was das Gerät hier abgeliefert hat, das ist wirklich toll. Ob es beim Stahlschweißen war, ob es beim Dünnblechschweißen war, ob es beim Aluminiumschweißen war. Es gibt eigentlich nicht viel zu meckern. Das Einzige, was der ein oder andere sagen wird, das habt ihr aber im Video ganz eindeutig gehört, das Gerät hat keinen temperaturgesteuerten Lüfter, das heißt, der läuft permanent. Ich habe es aber extra angelassen, das Gerät, dass man das auch hört. Also es ist wirklich sehr leise, sehr angenehm. Ich denke mal, es ist so, dass man hier viel Leistungselektronik auf einem sehr kompakten Bereich hat. Wenn man hier sieht, wie viel hier schon flöten geht vom Bereich, dann ist der Bereich hier nur noch dafür da, dass man hier diese komplette Leistungselektronik drin hat für 200 Ampere, für Puls und dann denkt man sich wahrscheinlich, wir führen die Luft oder die Wärme lieber permanent ab. Aber ansonsten von wegen hat das Gerät wirklich alles, wovon man träumt. Es funktioniert alles sehr gut. Es ist eine sehr ordentliche, ansprechende Qualität. Es ist noch eine Haube dabei, es ist das Schlauchpaket dabei, es ist das Massekabel dabei, es ist ein Gasschlauch dabei, vernünftige Bedienungsanleitung, gleich eine Kupplung für einen Druckminderer und. Also, schöne Sache, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Preis. Ich nenne den Preis bewusst nicht, weil der sich auch immer mal wieder verändern wird. Aktuell ist es noch auf einem sehr, sehr genialen Preisniveau. Findet man sonst solche Geräte in der Form nicht. Verlinke ich natürlich unter dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.